Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe die größten Probleme, die ein Let's Play bekommen kann. Ich habe mir ein neues Headset gekauft, das Razer Tiamat, und bei mir funktioniert das Headset nicht anständig und gut. Ich habe zuerst einmal Probleme mit dem Sound, es rauscht. Und zweitens ist das Mikrofon zu leise und hat zu großen Hall. Jetzt habe ich selber das Problem, ich möchte gerne mit einem neuen Headset aufnehmen, aber es geht nicht, weil es richtig scheiße ist. Ich weiß nicht, wieso das so kommt, aber ich habe schon jede Menge probiert. Im Internet gibt es leider auch keine gute Lösung. Also wer sich damit auskennt und mir vielleicht da helfen kann, wäre ich dankbar. Dafür gibt es danach besseren Sound hoffentlich. Ja, ist 7.1, mega teuer gewesen, aber ich habe es mir geleistet. Aber ich kann es wieder zurückgeben, wenn es jetzt nicht geht. Das Problem ist halt einfach, es gibt nicht mehr so gute Headsets, habe ich das so Gefühl. Die Qualität ist merklich runtergegangen, also ich weiß nicht, was die Entwickler so machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Rauschunterdrückung ausmacht oder die Mikrofonverstärkung anmacht, hört sich das an, als würde die auf dem Bau arbeiten und nicht wie in einem Raum einfach aufnehmen wollt. Das ist ein großes Problem. Und auch zum Beispiel keine Bedienungsanleitung zum Einstellen der Mikrofone, zum irgendwas, zum Bass runternehmen und so, keine Einstellung mehr. Immerhin ein Lautstärkeregler, nicht so wie beim Sennheiser, den das ich momentan habe, also das ich jetzt benutzen sollte. Weil das ja war ja sehr extrem laut, oder ist eben noch sehr extrem laut. Oh, ein Erzmagiering. Diese Quest nehmen wir an. Wir haben noch eine Quest. Von alte Mumie. Ah, wir haben schon maximale Anzahl. Dann gehen wir mal zu Rilia, Reichsaufgabe. Das ist eigentlich so am nächsten. Gibt am meisten EP. Ja, außer hier unten. Da können wir eigentlich auch hin. Da gehen wir später rein, weil wir haben dort noch Quests, die müssen wir zuerst annehmen. Und dafür müssen wir die alten fertig machen. Also wir gehen jetzt zu Rilia, dann gehen wir zum Malvem Dark Visionary und so weiter. Was? Was hat das mit dem Postboten? Ich sehe es jetzt gerade nicht so gut. Dann mache ich nachher dem Postboten schwankend die Tür auf. Oh, dem Postboten, was machst du? Ich bekomme nachher ein Päckchen abgeholt. Aha. Außerdem habe ich eine Festplatte, eine neue, eine 2 TB Festplatte, extern. Und das heißt, ich kann mehr Videos machen. Auch mehr Videos lagern. Sehr gut. Jo, gestern war ein cooler Tag, aber auch ein anstrengender Tag. Weil was die im Verkehr, also die Leute mit den Autos anstehen und wie schlimm die zum Beispiel bei einer Ausfahrt raus waren und so, da bekommst du richtig Gänsehaut. Also die Fahrt zum Mediamarkt und dann wieder zurück war das Schlimmste, das ich je hatte, obwohl ich nicht der Fahrer bin. Mein Vater ist der Fahrer, also ich habe noch keine Autoprüfung und werde wahrscheinlich auch keine niemals machen. Also das war extrem. Man sitzt so an einer Kreuzung, an einem Rundding da, wo man rundherum fährt und hat das Gefühl, man wird von Autos, die von den Seiten kommen, abgeschossen. So ist momentan, oder so weit ist die Auto, sind die Autofahrer schon gekommen, dass sie einfach nicht Zeit haben, kurz zu bremsen, Sicherheit zu bewahren. Und da fühle ich mich schon extrem. Also mein Vater und meine Schwester waren immer am Fluchen und ich hatte nur den Kopf geschüttelt. Tja. Irgendwann wird es mal keine Autos mehr geben. Da darf niemand mehr fahren, außer er hat eine spezielle Ausbildung.
Weil die Leute können einfach nicht mehr Auto fahren. Ah, ich muss es abgeben zuerst und dann annehmen. Trago, man darf nicht zwei. Hi, du. Ja. Aber freut mich jetzt riesig, dass ich ein neues Headset habe. Aber ich muss es zuerst einstellen. Das geht halt noch einige Zeit. Und weil man es so fest einstellen muss, geht es natürlich extrem lang. Oh je, brauche ich Hilfe. Ich weiß nicht, mein Kollege hat gesagt, es sei richtig scheiße. Also es hört sich richtig scheiße an. Und wir haben hier nochmals vom gleichen, ja, vom gleichen. Er braucht nochmal einen Brief. Also er will einen Brief jemand geben. Oh, ist sogar eine Frau. Okay. Und wohin willst du denn den Brief geliefert haben? Zu Tadian, oder? Nein, Mosun. Ah, da oben. Okay. Dann haben wir das. Dann gehen wir Richtung Malvern. Dark Visionary. Okay. Ja, jetzt bin ich so weit wie Floster, aber Floster hat immer noch keinen Bock mitzumachen. Dann hängt er halt hinterher. Er ist jetzt der Einzige, der keinen Bock auf den Regnum hat. Keine Ahnung, also. Und genau der Regnum spielt, der hat keinen Bock. Aber wirklich mega toll, dass so viele Aufrufe auf YouTube mittlerweile sind. Und auch Like. Sehr, sehr schön. Dankeschön dafür. Es wird ja eben weiterhin regelmäßig jeden Tag am Morgen ein Video kommen. Manchmal auch zwei. Und eben wenn das neue Headset auch geht und so, auch mit besserer Qualität von der Stimme her und vom Sound, also alles mal Sound zu tun. Jo. Und bald gibt es auch Fortschlachten, also mit Level 30 werde ich sicher beginnen. Ich muss schauen, mit Level 26 sind die Goblins auf Rot. Da muss ich wahrscheinlich noch zwei Levels machen, auf 28 muss ich da sein. Dann werden wir, wenn sie gelb sind, die ein bisschen farmen. Aber ich werde natürlich nicht alles in der Aufnahme machen. Vielleicht mache ich aber wieder einen Livestream. Aber das kündige ich euch dann noch an. Schaut am besten in die Kanalkommentare, da habe ich die News. Da könnt ihr mal wieder nachschauen, ob es einen Livestream gibt. Und sonst eben könnt ihr mich auch bei Twitch support, ja, wie sagt man es dort? Subscriben, glaube ich. Wie eigentlich in YouTube. Ah, followen, genau, followen heißt dort. Und dann seht ihr immer durch eine E-Mail, wann ich Let's Play. Und später eben werde ich Livestream machen und ihr dürft live dabei sein. Dürft von mir könnt von mir aus auch ausspionieren, wenn ihr in einem Mountainreich seid oder sonst irgendwas. Hauptsache, es ist spannend und cool. Jo. Und auch wenn ich 100.000 Mal sterbe, es ist doch recht cool. So. Gut. Ein Brief abgeliefert. Und jetzt muss ich wieder zurück. Muss ich da nach oben? Okay. Was? Meine Putzfrau fährt meinen Porsche. Okay. Gut gemacht, wenn er sich wieder aufspielt, werde ich auf euch zählen, um ihn wieder zu beruhigen. Nehmt das Gold und macht euch auf den Weg. Wohin? Zurück wahrscheinlich. Ich muss hier runter. Scheinbar Igneo, oder? Aber wieso muss ich genau hier runter? Nicht Treppen benutzen. Sonst sind wir des Todes. Die Todestreppe. Ab heute im Kino. Oder auf Dragos Kanal. Ist für mich auch ein Gebrauchsgegenstand. Okay. Für Floster ist es scheinbar so ein Teil, das man rüberstülpen kann. Er redet jedenfalls immer von davon. Für mich ist es, aber es ist ein Gebrauchsgegenstand. Meine Maus ist ein Gebrauchsgegenstand. Oder mein Fußball. So, muss kurz was trinken.
Ich verdurste fast. So. Gut. Also schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Wo überhaupt... Ah, das sind die Igneos. So, wir beginnen mit dem Dämon. Oder mit den Zombies. Dämon. Okay, und du schon am Arbeiten bist da. Ist ein bisschen laut. So, später ist es dann wieder hier oben oder so, dank dem neuen Headset, aber momentan ist es echt schlimm mit dem Sound. Ja, was soll ich jetzt noch angreifen? Die Cobra. Genau, das habe ich jetzt zwingen wollen. Jetzt kommt der Golem. Ich glaube, der letzte, der Leech oder was es ist, ist nicht mal der stärkste. Ich glaube, der Golem ist der stärkste oder der Dämon. Je nachdem, also der Dämon ist ja kurzfristig und der ist langfristig, dann ist er wahrscheinlich besser. Oh, sehr große schwarze Witwe. Töten wir die immer. Mal ein bisschen Käferschwamm einsetzen. Und auch ein bisschen buffen. Sehr schön. Jetzt sind sie da. Die Süden sind im Schamalfort angekommen. Okay, der killt sie noch. der hat ihn gekillt. Nicht schlecht, schwarze Witwe. Das sind starke Kreaturen. So, wir greifen mit dem an. Den Zombies. Drei Zombies noch. Leider war bei 26 keine Erhöhung. Aber das kommt dann wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Level, dass wir es von Stufe 3 auf Stufe 4 erhöhen können, die Zombies und so. Allgemein auch zum Beispiel den Steingolem. Also der Kristallgolem. Sorry. Oh je, also hier sind nicht so viele. Dann gehen wir lieber noch irgendwo anders hin. Und da unten wäre noch eine. Und zuerst Cobra. So. Und dort unten ist jetzt auch einer. Okay, dann der Steingolem wieder aktivieren. Beschwören. So. Oh. Sieht einfach cool aus, Diamanten. So, jetzt bei den Lichteffekten sieht er richtig gut aus. Und die Strahlen. Oh, glänzt. Ach komm, greif doch an. Nimm dieses Umgestell. Okay. Nächster Halt. Nächster Halt, eins in die Fresse bekommen. Ja, gib mir Schaden. So, die nächsten sind... Wo denn? Skeletthelm kann ich mal angreifen. So. Ja, mach ihm Schaden. Sehr schön, 170. 158, sehr gut. Ja, die geben nie was. Blöde Helden. Da unten ist noch einer. Nicht du. Oh. Blöde Cobra. Hast du großes Feld. Zum Angreifen. Ist halt ab. Fast du erst noch der Klippe runtergekommen. So, dann noch den Stab. Bald habe ich auch Mana Pool. Da habe ich mehr Mana.
so wie es auch heißt, die Fähigkeit. So, was sind die nächsten Verrückten? Da oben ist noch einer. So ein Verrückter. Kleiner Igneo. Jetzt machen wir 8 einsetzen. Damit wir auch keinen... 6 war das, okay. Man sieht es nicht, liebe Entwickler. Man sieht es nicht, was für eine Zahl es ist. Ihr müsst die Symbole so machen, dass nicht weißer Hintergrund ist. Tja, der ist immer noch da. Der ist so gut. Er ist schon lange wieder ready. So, und da ist der große Fette. Können wir den schon besiegen? Würde uns wirklich gut tun, wenn wir den schon besiegen könnten. Auch nicht Violett wäre. Aber leider ist es so ein gigantisches Angebermonster von Rechnung. Da geht es noch nicht. Aber den werden wir sicher bald noch besiegen mit einer Community. So, und eben wenn ihr spielen wollt mit mir, kommt auf mich zu, quasselt mit mir und könnt mitmachen im Projekt oder müsst nicht, könnt einfach dabei sein oder zwischendurch mit mir spielen. Und ja. So, dann geht das Projekt endlich richtig los mit der Community. So, wie lange gehst du, bleibst du noch? Dann gehe ich aufs Pferd und dann... Ja, ich kann nicht mal aufs Pferd noch nicht. Ach Mist. Und hast es endlich... Ah, da oben steht es, wie lange er noch bleibt. Dann verabschiede ich mich vom Golem, aber noch nicht vom Part. Geht noch 13 Minuten. Cool. Jetzt. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ja, nach Medinet. Jetzt sind sie da. Ah, das ist noch alt. Seitdem nichts mehr geschrieben. Jetzt ist es leiser geworden. Hallo, Musik? Musik? Komm hier ran. Jetzt. Wow. So. Plus nur, das ist die Lebensabsaugung. Als nächstes heilt diese Lebensabsaugung mich noch, weil die macht 0 Schaden. Auch wenn man einen sehr schweren Gegner vor mich hat, die können einfach kein Leben absaugen. Keine Ahnung wieso. Vielleicht verbuggt. Wie alles bei Rechnung. So. So, jetzt sind wir in Medinet. Noch ein bisschen. Gehen wir hier drüber. So, da kommen wir nämlich auch runter irgendwo. Na, schön. Steil runter. Mit uns. So, was haben wir denn hier? Noch ein Ring. Telekinese, aha. Okay. Und abgeben muss ich den irgendwo hier oben. Ja, hier. Gut. Da drinnen wahrscheinlich. Ja. Du kommst zurück mit allem, um das ich dich gebeten habe. Du siehst schon jetzt viel besser aus. So. Jetzt nehmen wir diese Quest noch an oder so.
Nein. Irgendeine mit Belohnung oder so. Ja. Euromaßring. Gut. Jetzt gehen wir aber nochmal Medenet. Nein, Medenet ist das. Da oben, Alter Ruck. Und danach mit Dinghead. Allahhead. So. Und schon wieder die Hälfte, cool. Müssen wir hier auch etwas machen? Uralte Mumie. Grabwächter. Ich möchte aber eine uralte Mumie, die normal ist. Grabwächter. Oh je. Da sind zwei. Also. Das sind zwei Grabwächter, die brauche ich nicht. So, aber nicht gedroppt bekommen. Ah, es sind sogar drei. Wir bekommen sie nicht über. Jetzt abkommen. Ja. So. Jetzt müssen wir aber nochmals aufs Pferd. Was? Ich laufe immer noch mit meinem Efeu Galump. Mist, kann der Lump von hinten. Mist geschrieben und gekillt. Okay. Hallo? Ah. Jetzt ist plötzlich was da. Hallo? Ja? Kriegspferd, bitte. Gut. Und blub, war es da. Blub. Also schon am Abbrechen. So eine Frechheit. Ja, alter Ruck. Gehen wir hier oben rein. Hier haben wir, glaube ich, auch noch eine Quest, oder habe ich die gemacht? Ja, die habe ich gemacht. Gut. So, dann werde ich bis zur nächsten Folge dann auch noch ein bisschen leveln. Und dann können wir die Goblins angreifen, die gar auch guten Loot geben. Bei denen macht es Spaß zu leveln. So Gegner, also an Gegner leveln, nicht Quests leveln. Ja. Aber der Part ist ja noch 7 Minuten. Er ist hier drin scheinbar. Hä? Da oben. Ah nein, da unten auf der Seite rein, genau. So, ja, okay, fettes Pferd. Ich stehen, ich bin sehr wohlhabend, ich muss nichts stehlen, was ich haben will. Ich denke, ich sollte mit Kibat reden. Einer der Waffenschmiede in der Stadt, das war direkt hinter mir in der Schlange im Laden. Sein Ziel ist nur einige Schritte von ihr entfernt. Okay, was sollte der Waffenhändler damit zu tun haben? Ist er wohl in Kriegszeiten nicht sehr, Ah, da ist er. Man sieht auf der Minimap nicht richtig, wo diese Dinge sind. Nun, ich glaube, dass jeder, der irgendwie gestohlen hat, entweder sehr mutig oder sehr dumm sein muss. Sie ist eine mächtige Zauberin und nicht gnädig. Wenn es euch irgendwas irgendwie hilft, werde ich euch erzählen, dass Miara, eine Elfenschneiderin, die einen Laden im Süden der Stadt führt, auch irgendwas Ingwers Laden war. Okay. Und die ist ganz im Süden. Pferd, komm. Aufsatteln. Ich glaube nicht, dass jemand von uns war. Zumindest kann ich natürlich für Tadian, Kibbert und mich selbst sprechen. Aber Tyrael Greycute.
Ihr Ansehen ist der Stadt ist nicht sehr gut und ich glaube, ich habe sie eine von Ingwers Kisten durchwühlen sehen, während die mit einem anderen Kunden beschäftigt war. Aha, Tyrael. Und wer ist Tyrael? Die muss da drin sein. Ja, kann ich nicht reden. Oh, das habe ich übersprungen. Psst, hier drüben. Ich glaube, dass der Zaubertrank, nach dem ihr sucht, über dem Regal an der Wand ist. Nehmt ihn und gebt bevor Tyrael euch sieht. Sie streitet gerne mit ihrem hier, aber ich will keinen Ärger, am wenigsten mit einer Zauberin. Okay. Ich sehe zum Regal hin und entdeckt eine Flasche. Die kleiner ist als die anderen. Sie enthält eine glänzende Flüssigkeit und das unverkennbare magische Symbol von Ingwer. Okay, Ingwer oder Ingwer? Ah nein, Ingwer. Okay. So. Und dann zurückgeben. Ah, das ist der Name von der. Also hat sie versucht, mich zum Nahen halten. Lass sie uns eine Lektion erteilen, so dass sie eine Zauberin nie wieder. Ich kann das was nicht lesen. So klein. So dass sie eine Zauberin nie wieder wütend machen wird. Was haltet ihr davon? Nehmt diesen kleinen Zaubertrank, den ich in einer Flasche, ähnlichen Flasche gemacht habe, dass sie gestohlen hatte. Legt sie auf das Regal, wo die andere war. Dann lehnt euch zurück und genießt die Show. Hahaha. Okay, jetzt wird es wirklich gemein. Boah, seht ihr den Strahl? Boah, ist der Extremeffekt stark. Obwohl die Effekte nicht gut sind, sind sie trotzdem übertrieben. Ihr lasst den Zaubertrank dort zurück, wo der andere war. Ihr könnt es nicht abwarten, die furchtbaren Folgen Tyrael Greycourt erwarten, wenn sie entscheidet, ihn einzusetzen. Okay. Aber das werden wir leider nicht erfahren. Oh. Das ist so richtige... Gekotze. Wahrscheinlich. Hahaha, tut mir leid, ich muss noch immer an den Zaubertrank denken. Ihr wollt wissen, was er bewirken wird, oder? Nun lasst uns sagen, dass ihr nicht allzu überrascht sein solltet, wenn ihr eines Tages einen weiblichen Ork herumschreiend und laufend sehen solltet. Was, ein Ork-Verwandlungstrank? Geht's noch? Was eure Belohnung angeht, ihr habt sie euch verdient, hier bitte. Okay, hast du noch eine Quest? Ja, alte Mumie, ich will nicht solche Quests. Allerhead, winziger Steingolem. Nein, danke. Auch solche Quests will ich nicht. Okay, ein majestätisches Amulett möchte ich gern. Den Erzmagierring. Was habe ich für Ringe an? Verfassung und Gesundheit. Nein, den brauche ich nicht. Wo habe ich die Ringe, glaube ich? Hier. Dann nehme ich den Ring hier rein. So, genau. Also, haben wir das. Und der Part ist leider vorüber. Kann ich jetzt nicht mehr nach Allerhead. Ja, dann machen wir die Quest noch hier unten. So. Oh, nur noch 2 Minuten, schade. So, wo ist die? Da oben, genau. Können wir darüber? Nein, natürlich nicht. So. Hallo, mein Freund. Ich bin überrascht, dass du dich für jemanden wie mich interessiert. Es gibt nicht viel Wissenswertes über mich. Ich bin nur ein arbeitender Bürger, so wie jeder andere. Alles, was du über mich hörst, sind nur Gerüchte. Okay, und jetzt? Muss ich da nach oben? Weil Kanye verdächtigt uns, das ist nicht gut. Derland sagt, also wäre gut, niemand würde das merken. Okay. Also, ich muss ein Part jetzt beenden. Okay, das kann ich noch kurz machen. So. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.